Hier zurück bei Mega Man 7, dem ersten Spiel der Legacy Collection 2. Willkommen zurück, Leute. So, ich glaube, ich werde das auch gleich mal, also ich werde das hier echt den hier Typen machen. Also ich habe mir noch überlegt, irgendwie, ich habe jetzt diese scheiß Schrauben da. Wenn das Geld ist, ne, aber wo sollte dann aussehen? Kommt irgendwann später ein Shop oder ist hier irgendwie, ich drücke mal kurz einfach die typischen Super Nintendo-Tasten LR, habe ich ja auch jetzt, ne, die sind ja jetzt auch neu. Aber irgendwie scheint hier nichts weiter zu sein. Was passiert denn auf, What the fuck? Ja, willkommen zum großen Eddie, Mann. Ich bin Auto Dr. Light Nummer 1 Student. Leute, ich habe gerade Select gedrückt. Ich habe gerade für Super Nintendo Verhältnisse glaube ich habe gerade Select gedrückt und auf einmal. Okay, ich glaube, ich bin jetzt in einem Shop, oder? Okay, er ist Auto Dr. Light Nummer 1 Student. Okay, und da ist Eddie, geil. Ja, leider habe ich alle meine Bowls Schrauben verloren. Und so habe ich viele lose Schrauben. Okay, also er hat viele seiner Muttern verloren, also hat er viele lose Schrauben. Oh, wenn du sie findest, mein Hyperbolt, tja, dann würde ich da sehr dankbar sein. Und ich würde dir, würde es sehr, sehr schätzen, wenn du es hierher zurückbringst, Mann. Ach ja, ich versuche mein Hartes. Egal, ich versuche mein Bestes. Ich werde Items daraus machen für jeden anderen Bolt, den du findest. Nimm die Items, die du willst, die ich machen soll. Es ist echt ein Shop. Ach, krass. Alter, was? Ich kann mir Beats. That's Beats Whistle. Da ist Beat willkommen, wird kommen und dich hochhelfen, wenn du in ein Loch fällst. Das ist ja alles so geil. Okay, ich habe einen Energy Tank, den ich mir hier holen kann. Ein Leben. Was ist das hier? Das ist ein Weekend. Es lädt deine komplette Waffenenergie auf. Nee, eine Waffe. Okay, es wird eine Waffe aufladen. Okay. Ich denke mal, sowas findet man. Was ist das hier? Das erlaubt es dir, von einer Stage auszusteigen, wenn du den Robot-Boss schon besiegt hast. Dann kann ich einfach rausgehen. Ah, okay. Ja, da würde ich echt, ehrlich gesagt, nochmal kurz sparen. Das sieht aus wie Sachen, die man auch so finden kann. Das ist ja richtig cool. Okay, na dann, tschüss, Mega Man. Okay, ich muss Select drücken. Select. Alles klar, geht das auch in der Stage? Egal. Ich war jetzt hier Schrottman. Ja, ein Junkman, der geil, der sieht schon so aus. Junkman. Ja, gab's nicht irgendwie Dustman? Da war ja auch so ein Müllheini, ne? Okay. Yeah. Also, was macht denn L und R? Oh, ist das schön. Beide Tasten machen so Shortcuts zu den Waffen. Das ist natürlich, ja, denn das ist natürlich das, was man als erstes denkt, natürlich. Alles klar. Shortcuts. Ja, sorry, ich habe die ersten beiden Parts eigentlich daran gedacht, dass das hier ein Super Nintendo-Spiel ist. Und man hat ja jetzt mehr Tasten zur Verfügung. Mensch, ist Kinder. Tja, aber egal. Lieber spät als nie. Wo bin ich denn jetzt? Oh, wow! Oh Gott! Eine Roboterschabe. Dann geht hier erstmal die Lichter aus. Aua! Das ist ein Schrauber. Ich brauche Cash. Das ist Cash, Mann. Den will ich jetzt echt mehr holen. Macht die Lampe aus oder was? Was sind das für scheiß Vieh? Schau ab. Nee, ich glaube, die Lampen gehen einfach so aus, oder? So. Okay, warte mal, ich will die große Schraube da haben. Komm, wasch, komm her. Yeah. So, ich will mir natürlich erstmal das teuerste holen. Warte mal, wird das denn einfach hier gelistet? Okay, also Energy Tanks, dann ist das wohl die Weapon Tank, ist wohl da direkt da drunter. Und SP. Und da ist dieses Exit-Teil. Ja, da werde ich mir alles holen, ne? So, und BO heißt also Bowls, alles klar. Das sind noch PU und EI, RS, RS. Okay, ich hoffe, ich finde hier noch den Buchstaben, ne? Alles klar. Oh Mann. Tschüss! Ich muss schön aufmerksam spielen. Die will ich jetzt echt nicht verpassen. Und wenn ich es irgendwie verpassen sollte, dann muss ich halt echt nochmal gucken. Ah ja, ihr scheiß den Viecher, Alter. Haut da mal ab. Ja, krabbelt hier rum, Alter. So. Okay, und jetzt schon wieder Zwischenboss. Oh mein Gott, von dem Fahrstuhl! Okay. Yeah, geil, bin Mega Man, bin der Coolste. Oh Gott. Ich bin doch Mega Man. So. Okay, das war. Oh, jetzt hätte man überlegen können, ob man nochmal zurückgeht. Oh, das ist jetzt natürlich. Oh. Weil wir sind jetzt ein Stockwerk tiefer gefahren. Was wäre, wenn ich jetzt nochmal nach links hätte gekonnt? Und da wäre vielleicht ein Secret gewesen. Ah, das klingt jetzt sogar gar nicht mehr so weit hergeholt, finde ich. Ich muss mal gucken. Ja, Mist. Na, auf jeden Fall wüsste ich dann, was ich auszuprobieren hätte.
wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt. So. Oh, warte mal, da unten war eine Leiter. Ach man, man kommt nicht mehr zurück, wenn man hier eh mal war. Mann. Warum denn nicht? Okay, okay. Okay, komm schon, hier. Oh Gott, war da unten gerade eine Leiter? Oh, ich wäre beinahe gestorben. Okay, gut. Oh Gott, was ist das denn da oben? Was sieht da überhaupt hin? Macht ein Ding hier. Ich muss ja nicht benutzen, nehme einfach Wash Coil. Den kann ich aber tatsächlich nicht switchen. Komm, ich habe auch die D-Wrap. Ist das alles bisher echt zufällig in der richtigen Reihenfolge gelandet? Keine Ahnung. Oh Gott, wo kommt da leider nicht raus? Was macht denn D-Wrap? Ja, ist ja geil. Boah, das ist ja mal eine richtig nützliche Waffe. Und jetzt fällt der runter, werde ich ihn abballer. Ach so, er ist einfach weg. Okay. Sehr cool. Sehr, sehr coole Waffe. Das ist ja echt... Ach man, ich muss mich dran gewöhnen, ne? Ich kann das jetzt so machen. Okay. Boop. Cool. So. Okay. Ja, toll. Da komme ich gar nicht mal hin. Okay, irgendwie muss immer noch eine Möglichkeit bestehen, dass ich fliegen kann. Also so ein bisschen halt. Ihr wisst schon. So, okay. Oh. Ja, warte. Warte, da komme ich aber... Komme ich da mit Rush Call hin bestimmt? So, so, so. Okay. Wo bin ich jetzt hier? Oh Gott. Okay, das soll irgendwas zum kaputt machen, ne? Oh, scheiße. Habe ich noch nicht den nötig, um das kaputt zu machen? Wartet mal. Nee. Soll ich hier reinsliden? Okay, was ist das hier? Das sieht verdächtig aus. Aber hier ist anscheinend nichts. Kann ich irgendwo langsliden? Oh Gott. Hä? Ach. Das ist halt doof, dass ich jetzt nicht weiß, ne? Ich muss mal gucken. Vielleicht muss ich auch nochmal zurück. Ich hoffe, man kann denn auch nochmal in alles zurück. Aber anscheinend ja schon, sonst könnte man sich nicht so ein Ding holen. Boah, was ist denn hier ab? Kann ich da rein? Okay, ich kann einfach in den Müll. Nee, aber ich krieg auf den Müll Schaden. Was ist das da? Oh, Magnete? Okay, warum funktioniert das nicht? Kann ich hier. Warte, was ist denn das hier? Ist das Müll, der mir wehtut? Nee, okay, alles gut. Alles safe. Wo ist das Vieh da nervt? Das Vieh tut weh. Macht der einen auf Zelda-Boss oder was? Bestimmt nur am Ende. Nee, okay, der lässt sich gar nicht treffen. Was ist das denn für ein Vieh, ey? Soll ich verarschen jetzt? Pass auf. Yeah, schön ver... Oh, er hat mich verarscht, Alter! Okay, beim Verarschen ist natürlich der Checkpoint. Okay. So, was war denn jetzt hier? Ist da irgendwie hier so eine Treppe da unten? Kann ich hier durch die Lava durch? Oh man, ist da keine Ahnung. Kein Plan. Man weiß es halt nicht. Guck mal, da unten ist nämlich eindeutig eine Leiter da unten. Ja, was heißt denn das? Kann ich hier irgendwie durch die Lava? Ist hier irgendeine Lava nicht das, was es zu sein scheint? Oder bin ich hier nur verarscht? Oder ihr trollt? Oder... Ich habe keine Ahnung, ne? Ich werde jetzt auch nicht probieren, einfach da rein zu jumpen. Dann bin ich ja sowieso gleich tot. Und das geht dann nicht. So. Oh, schön viele Schrauben. Kann ich hier schon eins reinschrauben? Oh Gott. So, dann muss ich hier wieder ein bisschen rappen. Okay, jetzt bedient er gleich. Rappen! Okay. Hups, da komme ich viel schneller als er. Oh, einfach weggekickt. Einfach zur Seite, das Ding, und dann macht mir gar keinen Damage. Oder kann ich irgendwie... Achso, das sind solche so eine Bomben. Kann ich da irgendwie drauf landen? Das wäre natürlich auch noch irgendwie was, ob ich da drauf stehen kann. Warte mal, ich einfach hier so. Nee. Was ist denn das da jetzt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah, ich habe auch irgendwie sonst die Buchstaben schon echt verpasst hab. Leider. Kann ich das Ding irgendwie einfangen? Sag mal. Dü-dü-dü-dü. Hui. Hier fliegt einfach nur nach oben. Huh. Oh Gott. Okay, okay. Dü-dü-dü. Huh. Oh! Boah, Mann, ey. Das lernt man natürlich auch noch, dass die andere Angriffe haben. Verdammt. Mann, irgendwas muss ich doch hier killen hier, komm her. Kann ich den irgendwie aufladen? Oh. Oh Gott. Na gut. Das Instant-Kill-Zone. Na gut, wie gesagt, ich werde jetzt sowieso nochmal einiges hier ausprobieren. So, soll ich jetzt einfach mal probieren, in die Lava zu kommen? Ja, okay, ist Instant-Kill. Aber die Leiter da verwirrt mich so. Wisst ihr, die Leiter? Es ist die Leiter, die mich da ein bisschen so... wundern lässt. So, ich probiere gleich nochmal. Junkman. Oh mein Gott, ist der fett. Ja, der sieht auch krass aus, ey. Ja, ne, wenn man mehr Bits zur Verfügung hat, anstelle so ein Boss-Design auf 8 Bits basieren, einfach mit 16 Bit, das ist schon... Da
kann man schon mehr rausholen. Dann sieht schon Tram schon geiler aus alles. Oh Gott. So, ching, 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 ching. So, komm, ich brauche jetzt nicht mehr hier. Oh Gott, aua. Probiere ich jetzt aber natürlich echt mal dann beim Fahrstuhl irgendwie eine andere Ausgang zu nehmen, ob ich dann nochmal zur anderen Seite lang gehen kann. Es wirkte nämlich sehr so. Ich bin ja auch schon wieder da. Okay. Es ist die Stage aber auch sehr, sehr kurz. Wenn wir nach dem Fahrstuhl schon einen Checkpoint haben, dann ist das ja wirklich wieder recht angenehm. Aber bisher macht der Siebte voll Spaß. Ist voll cool. So, jetzt pass mal auf. Nee, schade. Hätte ja sein können, oder? Hätte ja sein können. Das hätte ja wirklich sein können, dass es hier nochmal irgendwie Secret gibt oder so, aber nö. Okay. Okay. Du guckst mich so. So, was soll das mit der Leiter da? Oh, das ist einfach bloß echt zum Verwirren der Gamer irgendwie gedacht. Weil irgendwie ist das schon merkwürdig, oder? Oder haben die da einfach bloß aus Versehen? Oder kann ich hier rein? Kann ich hier rein? Nee, hier kann ich nicht rein. Das ist einfach nur ein offenes Rohr. Wisst ihr? Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie. Ja, ist fake. Kein Plan. Ich will es doch nicht riskieren. Was steht ihr hoffentlich, oder? Kann hier irgendwo lang? Ich weiß ja nicht, wie hier Secrets ausgelegt sind, ja? Vielleicht ist es doch wieder, wissen die, mit einfach. Einfach so, dass man durch Wände einfach durchgehen kann. Wie im. War das im fünften Teil, glaube ich? Ja, ne, im fünften Teil kommt man einfach durch Wände durchgehen. Und keinen Plan, ob das hier so geht. So, was kann denn das Ding machen, wenn ich jetzt einfach mal hier schieße? Ne, okay, ich dachte schon, ich kann mir was holen oder sowas. Man muss ja ein bisschen rumexperimentieren. Ja, da den Gang verstehe ich nicht. Warum ich da hingehen sollte. So, das ist hier auch richtig blöd. Ich hab irgendwie die starke Vermutung, dass ich hier so ja schon gleich beim Boss bin. Okay, meine Ding nervt. So, der kann ich auch echt nicht killen, ne? So, okay, gut, er macht so ein Cookie-Cookie. So. Ah, guck mal hier, doch, hier ist irgendwo ein alternativer Abkürzungsweg. Guck mal hier, das ist eine alternative Route hier. Dann komme ich hier wieder raus. Ja, bloß, boah, keine Ahnung, wie komme ich da hin? Oh Gott, oh, hallo? Was? Ach, muss da ein Wicht drauf sein? Nee, okay, gut, der kommt einfach so. Oh Gott. Okay. Oh Mann, ja, trag mich bitte rüber. Hups. Boah. Toll. Oh Gott. Okay, ja, halt. Oh Gott, oh Gott. Bitte flieg schnell rüber. Okay. Bitte nicht hier. Wow, Instant Kim. So. Okay, damit kann ich was aufladen. Bräuchte ich was zum Aufladen? Jo. Warte mal. Ja, schon. So, dann habe ich hier jetzt halt echt einen Buchstaben verpasst. Weiß aber halt auch echt nicht, was ich hier machen soll. Wo hier der Secret Way ist. Ich kann mir vorstellen, weil da ist ja eine offensichtliche Treppe. Huah, aber in der Lava halt, vielleicht gibt es irgendwas, was die Lava abkühlt. Aber meine Bubbles glaube ich nicht, oder die Bubbles, die ich da verschieße, die können ja nicht abkühlen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Auf jeden Fall bin ich da, Leute, ich bin da. So. Alter, das ist richtig der Trash-Man, Alter. Oh Gott. Okay, okay. Okay, ist ein fieser Sack. Wow. Wow. Okay, ich wollte gerade sagen, da kann ich mich drunter ducken, aber geht nicht. Alter, was ist er denn für ein fieser Sack? Okay, der ist ein richtiger fieser Arsch. Kann ich irgendwie hier brutzeln, Mann? Oh, oh Gott. Nein. Oh, voll in die Fresse, ey. Alles klar. Ich probiere es mal mit anderen Waffen aus. So, ready, let's go. So ein dicker Typ, ey. Oh, oh. Oh, es ist die Schwäche. Das ist eindeutig die Schwäche. Okay. Oh, ja. Oh, der blockt ja auch seinen Angriff ab. Dann macht er nicht mehr so eine komischen Angriffe. Geil. War das nicht cool? Ich fand's schon. So. Ja, leider fehlt mir hier aber was. Eindeutig der Buchstabe, aber hier ist auch so ein alternativer Weg. Hier muss ich nochmal rein, ey. Ich weiß bloß nicht wann.
Boah, wie sieht er denn jetzt aus? Boah, der Müllschild wird mich beschützen, oder? Wenn er um mich rundherum rotiert, stimmt's? In Sphären. Ja, aber die Sphären können nur so viel Damage absorbieren, bis sie zerstört sind. Also, ja, ist klar. Ja, okay, also ist also der typische, ja, Leaf Shield, sag ich mal. You get Junk Shield. Toll, wir umgehen jetzt einfach so mit Müll. Ist ja richtig klasse. Nun gut. Ach ja, ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass die noch danach betretbar sind. Müssten sie aber. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach ihn hier besiege, ja, dann kommen die anderen vier und ich kann hier immer noch rein. Und ich will mal überlegen, oder ich will mal gucken, ob ich irgendwas bekomme, was, sage ich mal, so einen Lavastrom aufhält. Ja, dass ich da irgendwie da was machen kann. Aber erstmal geht nochmal shoppen. Ja, du, 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 du. So, wie habe ich da? Boah, guck mal hier. Welcome, Mega Man. So. Soll ich mal den hier nehmen zum Rufen? Das ist Beats Whistle. Eigentlich will ich ja bloß alle Items wissen, einmal haben. Ich glaube, ja, dass ich die benutze, glaube ich gar nicht. So, gib mal her. So, alles klar. Das sollte Beat holen, aber er reagiert nicht. Ich mache mir Sorgen, Mega Man. Bitte finde Beat. Oh. Aber ich muss erstmal Beat finden. Oh. Ich mache mir Sorgen, Mega Man. Hol ich mir denn? Spar ich für das komische Ding da? Dann kann ich rausgehen, wann immer ich will. Ja. Ansonsten ist der Shop ja richtig shit. Und so ein Ding, hol ich mir sowas? Einfach ums voll zu haben? Nee, dann hol ich mir erstmal den und spar das denn. So. Tschüss, Mega Man. Naja. Der nächste. Hoffen wir einfach mal. Oh, Freeze Man! Na, der klingt doch schon mal danach, oder? Der klingt doch schon mal danach, dass der diese Lava einfrieren kann und ich denn da die Leiter benutzen kann. Okay, muss man mal gucken. Du. Oh Gott. Rutschiger Eislevel. Der Comfort-Level ist denn noch da, ey. Nicht, dass die dann überschrieben werden oder sowas. Ich weiß es halt nicht. Sollte aber nicht sein. Oh! Alter, mega Eisbär! Alter, mit seiner Tatze. Boah, ist ja krass, Alter. Yeah. Okay. Eisbär, oh yeah. So, dann scheint hier, gibt's noch ja nicht von wegen irgendwie, ja, nutze die Flammenwaffe in den Wäldern. Kann man doch ja nicht. So, hups. Hups. Oh Gott, ey, riesige Eisbären, ey. Die Roboter sind doch alle so cool wieder designt. Das ist richtig schön auch wieder. Schönes Super Nintendo-Spiel, weil Super Nintendo hatte sowieso wieder so einen krassen Grafikstil sowieso. Alle so hübsch. So, hier haben wir die alten Typen wieder. Die Combo-Shieldies. Hups. Wow. Okay, ich sehe leider nichts irgendwie Geheimes. Aber vielleicht kommt da noch was. Hua! Okay. Keine Alternativroute. Okay, könnt ihr jetzt noch was machen? Oh Gott, okay, die wachsen einfach neu. Toll. So kann ich eigentlich... Aua. Geht das hier kaputt? Nee. Ah, sehr schön. Zack. Okay, da haben wir schön erstmal schön dazugelernt. Wenn ich da rüber gehe, gehen die Dinger kaputt. So, hier wird's jetzt maddern. Okay, gut. Oh Gott, komm ich da rüber? Ich muss das probieren, ne? Okay. Oh, halt, wartet mal. Die brauche ich bestimmt. Da kann ich raufspringen, oder? Hoffentlich. Ja, okay, gut. Gut. Man weiß es immer nicht, ne? Man weiß es halt echt nie. Ja, come on, Mega Man. Als ob man. Das hätte er doch schaffen können. Hat er aber natürlich nicht geschafft, ey, weil er Mega Man ist. Weil er wieder sehr arschlangsamer Mega Man ist, wisst ihr? Der glaubt, er ist der Coolste, er kann Wily aufhalten, ey, nur weil er sechsmal die geschafft hat. Und erst beim sechsten Mal ist ihm eingefallen, hey, ich könnte dir mal fesseln. Ich bin Mega Man. Na, ich weiß nicht, ob vielleicht ist ja auch so, dass Dr. Light irgendwie so einen Intelligenzblocker-Chip eingebaut hat, damit Mega Man nicht so viel von alleine denkt oder so. Man will doch nicht, dass man was künstliche Intelligenz zu viel denkt, ne? Das will man ja nicht. So. Das passiert irgendwie so ein Scheiß wie, ja, mit Dr. Wilys Robotern. Autsch. So, hups. Okay. Wird aber Leute, wird schon. Oh, kriegt ja schon Geld. Schrauben als Geld. Aber er sagt, er sieht es ja nicht als Schrauben an. Knacks. Okay, man hat aber auch lange Zeit, ey. Wee, lange Zeit, ihr das kaputt geht. Ist auch schön. So. Hier komme ich noch alleine rüber. Okay, hier brauche ich Hilfe. So, lass fallen, Mann. So, danke. Dankeschön. Ich bringe dich auch nicht um aus Dank. So, hier lass fallen. Danke. Mach ich halt so. Wow, kommt erstmal der Typ wieder an. Alter, Mann. Wow. Oh, guck mal, Robotersaurier im Hintergrund eingefroren. Ja, das ist ein Robotersaurier.
Oh, aus frühester Vorzeit, die Saurier-Roboter. Okay, da oben ist anscheinend alternativ Way. Gehen wir gleich mal gucken. So, aber ich muss mich beeilen. So. Okay, ah, der Buchstabe, sehr schön. Oh Gott. Hey, sie ist nicht kaputt gegangen. Ich dachte gerade echt, ich hab's verkackt. Wieso? Warum geht die nicht kaputt? Die geht nicht kaputt. Warte, wollt ihr mich verarschen? So, dann kann ich da aber trotzdem. Ist Waschköln nicht trotzdem irgendwie so. Nee. Hä? Scheiße. Okay, warte mal. Bitte sei wieder da. Ja, nur eine einzige Chance. Mann! Wieso? Wieso hat man hier nur eine einzige Chance, Alter? Warum? Na, das will ich haben, ne? Das will ich haben. Aber ich glaube, es ist sowieso Zeit, den Part zu beenden. Es muss sein. Okay, das Ding ist auch weg. Naja. Ich weiß nicht, wann ich hier einen Checkpoint erreiche. Das ist auch wieder blöd. Ich will die Buchstaben haben. Oh Gott. Der Hund guckt erstmal so. 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 Ach, Mann, ey, war das wieder ein Scheiß, Mann. So, Leute. Erstmal bis hier und nicht weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's wieder mit Mega Man 7. Ciao, ciao.